Ein Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge. Ja, dem neuen Bausimulator, Folge Nummer 3. Wir haben in der letzten Folge von da oben die Buchstaben runtergeholt, die jetzt tatsächlich lustigerweise hier auf unserem LKW liegen. Da steht nämlich jetzt Motel. Und die müssen wir jetzt wieder zurückbringen. Und ich lasse mal kurz den Mauszeiger so ein bisschen verschwinden, dass er nicht so im Bild ist. Da, steige in den Pritschenwagen, kriegen wir hin. So, und folge der Markierung zum Zielort. Das heißt, wir müssen jetzt einmal wieder zurückfahren. Über die Karte kannst du bereits zu besuchten Orten schnell reisen. Okay. So, fahren wir die nächste rechts, so wie uns das vorgegeben wird hier. Und dann nochmal rechts. Und hier vorne ist das eine Tankstelle. Das scheint eine Tankstelle zu sein, ne? Da wollen wir die mal eben direkt entdecken. Weil wir sowieso schon mal gerade hier sind. Eine Tankstelle entdeckt. Sehr gut. So, dann schaffen wir noch vor dem Fußgänger raus. So, knapp 1,5 Kilometer, die wir jetzt wieder zurückfahren müssen. Ich hoffe, dass nicht allzu viel Verkehr ist. Da kommt gerade tatsächlich nichts. Bin mal gespannt, was uns hier noch so alles erwartet. Ey. Ich bin auf jeden Fall echt ein bisschen gehypt bei dem Spiel, muss ich sagen. Ja, das schaffen wir. War zwar nicht das Schönste, was wir hier gemacht haben, sondern was haben wir hier? Dann haben wir damit noch eine Tankstelle. Komm, dann entdecken wir die auch direkt. Fahren wir hier jetzt auch einmal rein. Tankstelle entdeckt. Wunderbar. Fahren wir einmal hinten rum. Und dann fahren wir links wieder raus. Und dann geht es auch wieder zurück. Musik, ey. Total entspannend irgendwie. Ey. Richtig cool getroffen, ey. Absolut super. Bin ich mal gespannt, wie wir die Dinger dann gleich hinten drauf kriegen, ey. So, da steht einer. Ist da eine Ampel oder was ist da? Ne, da ist keine Ampel. Steht tatsächlich am Stoppschild. So, der will abbiegen. Und dann fahren wir natürlich auch direkt hinterher. Aber ich denke mal, ich werde es an dem vorbeifahren, weil er auch wieder nur so rumschleicht hier. Weil ich mir das hier schon so angucke. Weil wirklich schnell fahren tun die KI ja nicht, ne? Das ist so ein bisschen nicht so einfach. Aber wir jetzt gerade tatsächlich auch nicht. Man merkt wirklich, dass die Leistung hier ein bisschen einbricht, wenn man berghoch fährt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Naja, schon komisch, wenn wir hier mit knapp 80 in der Kurve einen Berg hochballern könnten, ne? So, gut, ein Kilometerchen haben wir noch. Oh, jetzt habe ich die Hoffnung, dass hier keiner kommt. Ah, zu früh gefreut, ne? Boah, komm, Schaltengang runter, ey. Komm, zieh vorbei. Das schaffen wir. Glück gehabt. Aber die KI müssen sie von der Geschwindigkeit vielleicht noch mal ein bisschen schneller machen. Definitiv. Weil das ist nicht gerade das Optimalste, was die KI verkehrstechnisch liefert. Ach ja, das ist typische Ampelstehen. Das ist hier echt. Also ich habe ja noch einen zweiten Spiel schon, wo ich hier Europa für mich selber einfach so spiele, auch mit dem Kumpel zusammen. Stehst so viel an der Ampel, wenn du dich da wirklich an diese Regeln hältst, ne? Aber ich finde es
gehört einfach so ein bisschen auch dazu, ne? Aber da müssen sie. Weil hier ist wirklich immer das Problem, dass jede Straßenseite für sich separat fährt, ne? Dann hast du natürlich nicht das Problem, dass du hier mit Vorrang vom Gegenverkehr arbeiten musst. Aber mal ganz ehrlich, wo oder wie realistisch ist so eine Schaltung, dass jede Straße separat, sag ich mal, wirklich für sich fährt? Eigentlich überhaupt nicht, ne? So. Knapp 150 Meter noch. Haben wir das Ziel erreicht. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich auf den Parkplatz bei ihm hier drauf, ne? Ja. Auf den guten, verdichteten Platz hier. Versetze den Pritschenwagen über das Kontextmenü in den Funktionsmodus. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mit diesem Kran quasi da oben die Leuchtreklame aufbauen. Sollte an sich eigentlich, finde ich, nicht das Problem sein. So. Ja, fangen wir doch passend mit dem L einfach mal an. Ah, falsch. Müssen wir so. Ah, der Logstick drehe ich das Ding hier. Oh, 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 oh. Echt gar nicht so einfach, ja, Familie. Oh, warte mal, das muss ich ein bisschen runterziehen. Dann kurz ein bisschen höher, ein bisschen eindrehen. Ja, ich denke, so können wir damit leben, oder? Denke ich auch. So, dann machen wir das nächste, das E. Ah, ich mag Kranarbeiten, ich finde das super. So, den nehmen wir erstmal ein bisschen von hinten weg, genau. Drehen den ein. Und dann geht's ab nach oben. So, eine kurz andere Kameraperspektive. Ja, das sind halt einfach so Aufträge, die an sich eigentlich richtig cool sind, ne? Weil die halt nicht diese typischen Standardaufträge sind. Und das ist eigentlich echt ganz cool. Und ich hoffe mal, dass man das dann gleich auch mal sieht, wie das dann halt nachts aussieht, ne? So, ein bisschen zurück noch. Ein bisschen, schwupp, dann hoch. Und hoch damit.
So, drehen wir das erstmal so ein bisschen ein. So, haben wir den auch dran. Dann kommt jetzt der nächste. Ja, mit 10 Minuten rum, da kann man dann noch schauen, wie es dann weitergeht, ne? Von der Zeit her ist das ja eigentlich recht passend. So, den drehen wir schon mal so ein bisschen ein. Ui, das war zu ruckartig. Sorry. So, jetzt kommt das M. Hoch konzentriert hier, ne? Also das ist Tada. So, setze den Ladekran automatisch zurück, indem du das Ding auswählst, das zurücksetzen und da steht das Motel. Cool, und dann gehen wir wieder in den Fahrmodus rein. Sehr gut. So, Baustelle räumen. Okay, die räumen wir jetzt natürlich auch. Dann fahren wir mal hier runter und dann müssen wir danach wahrscheinlich gleich wieder mit Harp sprechen. So, fahren wir mal auf die andere Baustellenseite rüber. 25, aber das sind halt Meilen pro Stunde. So, sprich mit Harp, machen wir doch mit Hans Pede. Da wird der alte Joe aber Augen machen. So gut sah der Vorplatz nicht mal bei der Eröffnung des Motels vor 30 Jahren aus. Du stellst dich wirklich sehr geschickt an. Auch die recycelte Leuchtschrift funktioniert einwandfrei und das Motel ist endlich wieder vom Highway aus zu erkennen. Jetzt finden sicher auch wieder ein paar Reisende den Weg hierher. Du hast doch noch einen Moment Zeit, oder? Dann treffen wir uns gleich an der alten Tankstelle im Ort. Dort braucht noch jemand unsere Hilfe. Okay, bin mal gespannt, was da so kommt. Wenn ich jemandem helfe, dass ich dann dafür umsonst tanken kann. Immer den Spritpreisen hier. Da macht er nämlich echt keinen Spaß. Hallo. Ah, ich sehe da einen Bagger. Ich glaube, da ist irgendwie, dass wir da irgendwie einen neuen Tank oder was einsetzen müssen. Würde ich eventuell tippen. Aber der erste Baggerauftrag, das ist sehr schön. Oh. Sorry.
War keine Absicht. Ich habe zu spät gebremst. Oh. Na, ja, komm, scheiß drauf, wir fahren jetzt einfach. Ist ja noch Tutorial, hier ist ja, glaube ich, noch kein Verkehrsvergehen aktiviert. Das kommt ja erst später. Ja, dann müssen wir einen Tank einsetzen. Kleiner Tank. So, sprich mit Harpe. Wo ist Harpe? Harpe ist da. Was haben wir denn hier? Eine Streunerin oder was? Guten Tag. Seit geraumer Zeit war diese Tankstelle für ihren Besitzer Pete und seine Frau Helena nicht mehr gewinnbringend. Weil aber neuerdings wieder Reisende vom Highway kommen, wollen die beiden, dass wir einen neuen Tank verbauen. Der alte Tank wartet schon darauf, von dir aus der Grube gehoben zu werden. Ich habe auch schon einen Baggerlader besorgt, denn anschließend musst du die Grube mitsamt dem neuen Tank wieder zuschütten. Am Ende noch etwas Beton drauf und fertig. Ein Kinderspiel, oder? Na klar. Mein Ding. Kriegen wir hin. Steig in den Pritschenwagen. Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich mit dem Kran erstmal den Tank da rausholen, würde ich bitten. So, den alten Tank erstmal verladen. Das heißt, wir gehen erstmal in den Funktionsmodus rein. So, dann fahren wir das Ding jetzt erstmal hier aus. Jetzt ein bisschen nach links rüber, ein bisschen höher, ein bisschen zurück. Eieiei, oh, vorsichtig. Das ist so genial, man kann mit diesen Analogsticks, ne? Also ich war auch mal überlegen, ob ich mir nicht mal irgendwie nochmal zwei Joysticks kaufe, zwei billige oder so. Da werde ich auch nochmal gucken. Weil dann kann man die Dinger nämlich tatsächlich auch echt mit dem Joystick steuern. Was vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Feingefühl reinbringt in die ganze Sache. Aber das weiß ich noch nicht, weil das ist ja auch gerade in der heutigen Zeit mit Geld alles so eine Sache, ne? So, dann wollen wir das Ding jetzt mal ablassen hier. Zack. So, neuen Tank platzieren. Dann machen wir das doch mal. So. Das ist egal wie rum oder? Ne, ist nicht egal. So, aber was wir jetzt kurz machen. Ich mache jetzt mal kurz Pause, bin gleich wieder da, mache nämlich mal kurz einen Screenshot. So, hab da gar nicht gemerkt, dass ich weg war, ne? Sehr gut. So, jetzt drehen wir den Tank natürlich erstmal. Und dann kann man auch mal ein bisschen wechseln hier. Und jetzt schön sachte das Ding da unten rein.
So, steige in den Baggerlader, den setze ich aber erstmal zurück. Dann steigen wir erstmal aus. So. Jetzt beginnt der Spaß. Waggern. Ein Cats 430 F2. So. So, jetzt muss man das ganze Ding natürlich zukriegen, ne? Hier muss ich ja mit der Steuerung erstmal noch ein bisschen klarkommen, ey. Der Schaufel. So, 60%, okay. Prozent. Gut, wird. Prozent. Jawohl. Fahre zum Fahrzeughändler mit dem Cats, bla bla bla. Okay, dann machen wir das doch. Er ist ja Gott sei Dank nicht so weit weg. Aber wenn wir jetzt mit dem Mühe die Gegend fahren, weil wir ein bisschen langsamer unterwegs sind, mache ich mal lieber das Warnlicht an. Weil ich würde sagen, Mann, jetzt die Mission bin ich nochmal komplett fertig, oder? Machen wir das Betonieren? Ne, dann machen wir jetzt fertig. Komm, scheiß drauf. Wir gucken mal, wie lange das jetzt hat dauert. Oder wisst ihr was, Mann? Wir machen jetzt hier einen Cut. In nächsten Folge geht es direkt jetzt zum Anschluss hier weiter. Und deswegen würde ich sagen, wenn das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, aktiviere die Glocke und hinterlasst mir natürlich gerne einen Kommentar für konstruktive Kritik, Verbesserungsvorschläge und so weiter. Und das würde ich sagen, haut rein. Ciao, ciao.